Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Mainzer Meinung. Seit langem scheint mal wieder die Sonne und die Leute haben Lust, was zu unternehmen. Und wir fragen jetzt mal die Mainzer, was sie denn für Lieblingsorte in Mainz haben und was es unbedingt noch geben muss, was hier noch fehlt. Kommt mit! Heute ist ja so schönes Wetter und da wollten wir dich mal fragen, was ist denn dein Lieblingsort in Mainz? Wo hältst du dich am meisten auf? Ich wohne in Weisenau und da ist ja auch direkt der Volkspark. Und ja, da bin ich eigentlich die meiste Zeit bei so schönem Wetter. Und ja. Was genau tust du denn? Mit Freunden auf die Wiese legen oder auch, ja, eigentlich mit Freunden auf die Wiese legen. Zum Beispiel in Eiscafés, zum Beispiel ins Eiscafé Florenz oder auch ins Extrablatt. Ja, das ist der Winterhafen am Rhein unten. Und was machst du da gerne? Wahrscheinlich ist es deswegen mein Lieblingsort. Da kann man ganz viele verschiedene Sachen machen. Noch darf man da grillen, soweit ich weiß. Gitarre spielen ist da auch sehr angenehm. Und weil da auch noch ein paar Bäume stehen, kann man auch eine Slackline aufspannen. Ja, zum Beispiel an den Rheinwiesen oder an der Uni auf den Grünflächen oder sowas zum Beispiel. Und was macht ihr dann da? Bierchen trinken, ein bisschen grillen, lernen. Lernen, zum Beispiel. Ich am Rhein, so auf der Wiese, und manchmal fahre ich dann auch da auf den Straßen rum, weil die dann schön glatt sind. Und was findest du, fehlt denn noch in Mainz? Was muss es noch unbedingt geben? Oh. Gut. Vermisst du irgendwas, was es vielleicht woanders gibt, aber hier nicht? Eigentlich nicht wirklich, nö. Also ist alles Mögliche da, was man freizeitmäßig oder sowas machen könnte. Ist eigentlich alles da, ja. Ja, vielleicht wäre ein See schön oder ein richtiger Strand am Meer. Das hat Mainz ja leider nicht, aber dafür immerhin den Rhein. Nee, eigentlich vermisse ich nichts in Mainz. Ich bin sehr zufrieden. Ich mag die Stadt wirklich gerne und wohne sehr gerne hier. Ja, Minigolf wäre cool, so eine Anlage irgendwo. Das ist immer ganz lustig. Ja, also gerade für den Sommer, denke ich, Badegelegenheiten, vielleicht auch so ein Strand, nicht nur, wo man sich hinsetzen kann, sondern auch schwimmen gehen darf oder sonst ein Freibad noch. Vielleicht ein Park oder so etwas, weil das ist hier alles so eine Stadt und ein bisschen hektisch und das manchmal auch blöd. So, jetzt wissen wir, die Mainzer wollen unbedingt raus in die Sonne. Aber dafür muss es natürlich gutes Wetter werden. Und darauf hoffen wir jetzt. Bis zum nächsten Mal.